Bei mir war es am Wochenende so, ich habe, Sie müssen ja, ich muss aufgrund, weil ich mit 6 Promille Mountainbike gefahren bin, muss ich 40.000 Stunden soziale Dienste abarbeiten in Stuttgart in einem Pflegeheim für Alleinstehende. Und da sitze ich und esse in einem Café eine Torte. Plötzlich steht neben mir unsere Frau Ministerin Chavan. Männliches Ministerium? Bildungsministerium, Forschungsministerium. Und ich war so überrascht, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich sagte, haben Sie noch eine Wohnung in Stuttgart und so? Das wäre irgendwie blöd. Ja? Und dann ging sie wieder. Und vorher macht man eine Shake Hand und so. Und, aber es war, ich war wie geschockt, weil ich mit allem gerechnet hätte. Ja? Nur nicht, wenn Oettinger mich von hinten geküsst hätte, hätte es mich nicht überrascht. Ja? Aber dass Ministerin Chavan plötzlich neben mir steht. Ich komme am Montag her, erzähle das meinen 200 Autoren, die für mich das Alphabet sortieren vor jeder Sendung. Da kommt Kollege Böhmermann, den Sie kennen aus vielen unzähligen Reportagen, und erzählt eine, lächelt mitleidig, als er diese Geschichte hört, und erzählt eine Geschichte, die dir am Wochenende passiert ist. Und die Geschichte ist wirklich passiert. Harald, also, nun fahre ich mit meiner Familie am Sonntag, am vergangenen Sonntag nach Bonn. Du wolltest aber schon Bonn sagen, ne? Ich wollte Bonn sagen, dann habe ich das B angefangen und dann fiel dir ein, dass ich so aufgeregt bin, weil die Geschichte. Also, du fährst am Sonntag nach Bonn. Geh zum Edeltürken zum Brunchen. Ah, toll, ja. Ja. Um 11 Uhr am Sonntag bin ich entsprechend müde. Zwei Buffettische, ich gehe zum Falschen, irgendwie gehört zu einer geschlossenen Gesellschaft. Merke es aber noch rechtzeitig, werde aber an diesem Buffettisch erkannt von einem Menschen, den ich nicht kenne. Sitze dann also an meinem Tisch mit meinem Buffet, alles korrekt, esse mein Sesambrötchen mit Salami. Und da kommt dieser Herr, der mich erkannt hat, im Stechschritt auf mich zu, Angstschweiß im Gesicht, aufgerissene Augen. Und fragt, streckt mir die speckige Hand entgegen und sagt, Herr Böhmermann, sind Sie privat hier? ich stehe von meinem Mondbrötchen auf und ja klar, ich bin privat hier. Sie sind also privat hier, ja. Ja, ich bin privat hier. Wieso fragen Sie, wer sind Sie denn? Darf ich den Namen sagen eigentlich? Klar. Muss man den hat er den Namen gesagt? Er hat mir den Namen, ich sag vielleicht M.Metz, nee, ja. Oder Matthias M. Matthias M. war sein Name. Matthias M. von, ja. Von der FDP. Hey, und da heißt es immer, es gibt niemand mehr für Saas in der Manege, oder? Ich dann so. Vielleicht kriegen wir den Christian Lindner ja auch mal, den Generalsekretär oder den Westerwelle. Er dann so, nee, auf keinen Fall. Ich dann so ein bisschen schnippisch von wegen so, ja, vielleicht sieht man sich ja mal vor der Kamera. Bis bald. Beim bis bald, er dann so krasses Gesicht, voll rot geworden und so Schweiß auf der Stirn. Er den Raum verlassen. 5 Minuten später, ich immer noch am Sesambrötchen. Er kommt rein. Hinter ihm BKA-Beamter. Dahinter er. Dann der Mann, der unser Land lenkt, sagen wir mal, wenn Angela Merkel Durchfall hat. Guido, Dr. Guido Westerwelle und dahinter noch ein BKA-Beamter. Herr Westerwelle, auf mich zu. Hallo, Herr Böhmermann, na, wie geht's? Ich habe gehört, Sie haben sich gerade am FDP-Buffet bedient. Ich so, Er so, grinst, ich so, Nee, ich wollte, er dann so, aha, ist eine FDP-Veranstaltung, können Sie sich nicht bedienen da. Ich so, ach so, er dann so, ja, grüßen Sie mal Ihren Chef. Ich so, ach, mich? Sie ihren auch, ein bisschen um Entspannung bemüht, er so nicht gelacht. Ich so, huh. Ich bin dann natürlich aufgestanden und die Leute waren natürlich erschrocken im Restaurant da und um Entspannung bemüht. War mein Ex-Freund gesagt, aber keiner gelacht. Und was war deine Gag an der Geschichte? Nur die Erkenntnis, dass Dr. Guido Westerwelle der Mann mit den schönsten und weichsten Händen ist, die ich jemals... Wirklich? Ich habe in einer Liga mit Detlef D. Soest. Wer ist das denn? Das ist dieser Dance-Coach von DSD Popstars oder so. Ah, warst du auf der CeBIT? Klar, komm grad daher. Das ist eine Neuigkeit von der CeBIT, das könnte dir gefallen. Was ist das? Ein Zäpfchen für die Online-Darmspiegelung. Ach, guck. Ja. Das kannst du mal haben. Ist aber... Ja? Das hier habe ich mir gekauft. Evangelien, aufgepasst. Cologne Size. Das Flachmann Navy Modell Margot Käßmann. Tierfreunde heute Abend hier.
Ja, und so viele Reiter, dann sollten Sie das hier kaufen, den Pferdeäppel. Wie fanden Sie den? Ja, war nicht schlecht. Komm! Und das hier ist für dich. Ach, guck, ach, hier, was ist es? Sag mal, ah, für 3D. Eine 3D-Brille. Das ist aber ein Feuerwerk, oder? Und das hier ist ganz wichtig für mich, der Defibrillator online. Das heißt, nehmen wir an, Sie kriegen ein Herz, Kasper. Ja? Dann können Sie sich hier mit dem Arzt verbinden lassen. Hm. Der Arzt sieht alles und dann ist die hier. Da kriegt Anstupsen bei Facebook gleich eine ganz andere Bedeutung. Ne? Da hatte ich neulich Ärger in Gesellschaft mit einer Ärztin. Wieso? Die zu mir sagte, ich wurde reanimiert. Also sie. Ja? Ja, ich wurde reanimiert. Wie heißt es denn? Und ich sagte, wozu? Ja, und die war stinkesauer. Die schrie mich an. Sie dürfen nicht glauben, Sie können sich alles erlauben, weil Sie Harald Schmidt sind. Das war von mir gar nicht so gemeint. Ich wollte nur mal hören, worauf Sie sich jetzt besonders freut, nach dem zurückgeholt werden. Ja, aber da muss man sehr, sehr, sehr aufpassen. Ja. Wer war das nochmal, der Politiker? Wer hat das? Darf ich mitnehmen? Das ist bei 1 Live eine Stunde Sendung, dieses Zäpfchen. Nein, das schenke ich dir. Und danke, den wieso Apfel machst auch? Du eigentlich immer so hier? Aus guter so. Laune. Ich dachte, wenn ja. Die Pointe fehlt, dann mit Gestik unterstützen. Ach so, ja, sehr gut. Sehr gut. Und das hier kannst du auch lassen. Bleib sitzen. Bleib sitzen. Wir blenden dich gleich weg. Nicht weggehen. So.